Nun der Kollege Stefan Thomé das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, mit seiner Entscheidung vom 19. Mai 2020 hat das Bundesverfassungsgericht in der Tat eine schwierige Aufgabe uns aufgegeben, in einem ziemlich engen Zeitrahmen die Nachrichtendienstkontrolle in einem ganz bestimmten Segment neu zu strukturieren. Das ist keine triviale Aufgabe, das ist nicht einfach, seiner Natur nach. Nur das, was Sie jetzt, liebes Bundeskanzleramt, versuchen, halte ich auch für riskant, nämlich wirklich eine 1-zu-1-Umsetzung, die wirklich keinen Deut mehr gibt, die hart auf Kante gerät ist. Das ist deswegen riskant, weil Sie riskieren, dass, wenn es eben nicht ganz genau 1-zu-1 ist, sondern Sie ein bisschen drunter bleiben bei 0,9-zu-1, dann riskieren Sie bereits die nächste Klage, und das wäre eine schlimme Entwicklung. Dann würden wir eine nächste Klage provozieren, und das ist das, was wir nicht wollen können und auch dem BND nicht zumuten wollen. Haben Sie doch nicht so viel Angst vor einer effektiven, guten Kontrolle. Liebes Bundeskanzleramt, auch ein gutes Pferd springt weiter, wenn scharf am Zügel geführt wird. Und das ist gute Kontrolle, die auch einen guten Dienst noch besser macht. Und deswegen werden wir diese Beratungen sehr konstruktiv begleiten, die ja auch erst noch kommen. Es kommt erst noch eine Sachverständigenanhörung. Kollege Wirth hat's, Kollege Grötsch hat es schon ausgeführt. Da werden wir ein paar Punkte zur Sprache bringen. Und ein Punkt wird sein, diese enge Auswahl, die Sie vorgeben. Sie richten ein Kontrollrat ein, ein Kontrollgremium nach den Vorgaben des Verfassungsgerichtes, wo die Auswahl erfolgen soll auf Vorschlag des BGH-Präsidenten, diesmal der BGH-Präsidentin, aus einem ganz kleinen Gremium von BGH-Richtern und Bundesanwälten. Was uns völlig fehlt, das ist eine Art Generalanwalt, der Betroffenenrechte wahrnimmt. Und wir sollen als Parlament hier einfach nur Vorschläge des BGH-Präsidenten und des GBA abnicken. Das ist keine echte Mitwirkung. Auch hier riskieren Sie, dass irgendwann mal das Parlament sagt, nein, die Vorschläge, die das Bundeskanzleramt uns serviert, gehen wir nicht mit. Wenn Sie glauben, dass im PKGR, in der Kultur, die wir haben, in der Regierungsmehrheit immer die Stange hält, ich glaube, da haben Sie schwer geschnitten, und das sollten Sie nicht riskieren, liebes Bundeskanzleramt. Ein weiterer Punkt, der uns auffällt, ist, Sie versäumen die Gelegenheit, Nachrichtendienstkontrolle grundsätzlich neu zu ordnen. Die Zersplitterung der Nachrichtendienstkontrolle bleibt erhalten, und das wäre eine Gelegenheit gewesen, die parlamentarische Kontrolle zu stärken. Wir haben seit der letzten großen Reform 2016 den ständigen Bevollmächtigten, der sich aus meiner Sicht sehr bewährt hat. Das PKGR hat in dieser Wahlperiode gezeigt, bei der Untersuchung rechtsextremer Strukturen in der Bundeswehr mithilfe des ständigen Bevollmächtigten und seines Apparates, wie Nachrichtendienstkontrolle funktioniert. Es ist ein effizientes Gremium mit einer guten Struktur, einem starken Muskel. Und das zu stärken, wäre der Vorschlag der FDP-Fraktion, mit Hilfe eines Nachrichtendienstbeauftragten diese Arbeit fortzusetzen. Und diese Gelegenheit, die Reform der Struktur, die Reform der Kontrolle der Nachrichtendienste weiter voranzubringen, die versäumen Sie jetzt leider. Kollege Thomé, das andere müssen Sie jetzt tatsächlich in die weiteren parlamentarischen Beratungen verschieben und zum Punkt kommen. Ich fürchte, Sie lassen auch nicht mit sich diskutieren, wie ich schätze. Dann werde ich alle weiteren Punkte eben in dieser weiteren Beratung anbringen, die kurz, aber intensiv sein wird, und ich freue mich schon sehr darauf. Für die Fraktion Die Linke hat nun Dr. André Hahn.